Ich bin heute in der Früh auf und habe einen Anruf gekriegt. Von wem? Von dem Polizisten. Nein! Ja! Nein! Ja, hast ihn angerufen. Und wisst ihr warum? Warum? Oh mein Gott, guten Morgen. Ihr glaubt, was gerade passiert ist. Ich habe leider nicht mitfilmen können, weil ich so im Stress war. Aber ich erzähl's jetzt, Mike. Hello. Hello. I have something for you. Oh, what's that? And a surprise. Okay, komm mit. Ich muss dir nachher noch was erzählen. Was denn? Erzähl ich dir nachher. Aber zuerst öffnen wir dieses Paket. Okay. Ich öffne das Paket. Ich hab Angst, dass ich mal weh tue. Okay. Darfst du überhaupt schon eine Schere verwenden? Ja. Aber haben wir nicht nur irgendwo die Bastelscheren? Du bist so eine, die fünf Scheren, da waren eine Rillenschere, eine Zickzackschere ja, und eine Schere für Linkshänder, weil sie deine Eltern immer nur sicher sind, weil sie nicht auf beide Seiten vorschauen. Was glaubst du, was drinnen ist? Alles, steht Vorsicht, Glas. Also irgendwas, was zerbrechlich ist. Außer der Mike ist einfach mein Herz. Ich hab's geschickt bekommen von einer Firma, das kann ich sagen. Darf ich schauen? Oh, wow. Wow. Das Ding ist, ich habe mir was aussuchen können. Aber echt? Ja. Oh, dann ist es ja überhaupt nicht. Ja, aber bei dir war es auch, du hast auch was aussuchen können und da war irgendwas drin. Ich habe nichts aussuchen können. Oh, okay. Okay, dann war es ja eins zu eins, was jetzt kommt. Aber es ist für uns alle, also es ist sehr cool. Oh mein Gott, es was jetzt nichts aussuchen. Und jetzt macht euch ready für unser Frühstück. Was? It's a piece of cake, make a pretty cake. Übrigens, das ist alles vegan und der Link dafür ist in der Videobeschreibung. Unbezahlte Werbung, ich support das einfach, weil das ist geil. Das ist geiles veganes Essen, oder? Nein, es schmeckt wie das, was man sich immer vorstellt, wenn irgendwer fancy so Haferbrei isst. Ich nenne das Porridge. Ja. Oatmeal. Wie sagt die Jugend? Nur so, wie man sich früher vorgestellt hat, so geil. Es schmeckt eigentlich Porridge mit Scheiße. Ihr könnt es mir nicht erzählen, dass das geil ist. Doch, ich liebe das. Oh mein Gott, ich bin so ein Fitness-Healthy-Mensch. Mikey, erzähl dir das jetzt. Das, was ich dir erzählen wollte, was heute in der Früh passiert ist. Ich bin heute in der Früh auf und habe einen Anruf gekriegt. Von wem? Von dem Polizisten. Nein! Ja! Nein! Ja, hast ihn angerufen. Und wisst ihr warum? Warum? Er braucht noch ein paar Updates. Genau. Ja. Ich habe mir voll lange nicht gemeldet. Und jetzt wollte ich halt fragen. Wie es so geht. Was los ist. Wie es so geht. Und dann habe ich halt gesagt, wie es ist. Es gibt nichts Neues und so. Und dann hat er gesagt, ja, danke fürs Bescheid geben. Und ich weiß nicht, ob das ernst gemeint war, das Danke, oder ob er so gemeint hat, danke, dass du nicht mehr gemeldet hast. Hanna, ich glaube, es ist nicht so deep, wie du denkst. Hat er dich mit einer unbekannten Nummer angerufen? Ja, also die Polizei halt. Er hat mich anonym angerufen, er ist so spicy. Ja, ich glaube, wir werden nie mehr voneinander hören. Die Akte ist geschlossen. Oder sie finden den Täter jetzt doch auf einmal, dann müssen wir wieder miteinander reden. Na, ich hab's. Mir wollte wieder wer anzeigen, das erzähle ich gern. In einem Monat kann ich es erzählen, warum ich fast, also wirklich sehr fast angezeigt wurde. Und wenn er mich anzeigt, dann müssen wir wieder zu der Polizei. Schon wieder eine Anzeige? Dann müssen wir wieder zur Polizei, dann sitze ich wieder da und dieses Mal bin ich diejenige, die angezeigt wird. So sieht man sich wieder. Und so zu ihm, ja, ich bin Bad Girl. Du bist so ein Riesenbaby. Weißt du, wie spät das ist? Wie spät? Kurz vor zwei. Na, weißt du, was es ist? Was? Du lässt mich vom Club allein kotzen, weil ich zu viel Apfelsaft getrunken habe. Aber du kommst um zwei in der Nacht. Du kommst um zwei in der Nacht zu mir, weil dir schlecht ist und du willst Äpfel essen. Die Äpfel hättest du nicht allein im Zimmer essen können. Nein, du musst mich wach halten. Ich habe Angst, dass ich stirb. Ich habe Angst, dass ich irgendeinen Riss in der Aorta habe. So. Du hast maximal Unterzucker. Ich bin eine gute Kollegin und ich mache jetzt Apfelsaft. Apfeltee, sorry. Oh. Ja. Danke. Mach's dann. It's a piece of cake, make a pretty cake. It's the way it's hazy. Okay. Bitte. Ich bin doch Dr. Sorry. Willkommen bei der Praxis, Dr. Sorry. Dr. Sorry, helfen Sie mir. Was haben Sie denn, Dozent? Ich fühle, es wird mal so ein richtig krankes Rollenspiel. Können Sie Fieber messen bei mir? Inwiefern ist das sexuell? Das kann man anal messen. Ja, aber warum sollte man das bei Erwachsenen machen? Weil es geil ist. Stimmt. Was sind die Symptomatiken? Symptomatiken. So habe ich in der Uni gelernt. Haben Sie auch studiert? Ja, ja. Was haben Sie studiert? Facility Management. Facility Management. Nicht Facility Manager, die Reinigungskräfte? Hausmeister. Ah. Ich bin da die Ärztin. Ich bin da der Meister des Hauses. Du weißt nicht mal, was Facilities sind. Du so, doch, die Felicitas war mit mir im Kindergarten. Wollt ihr das mit meinen Muttern? Macht das Spaß? Ich bemutter dich nicht. Weil ich sehe, wie du laktierst. Du hast jetzt zwei so nasse Flecken. Schade! Weil du so viel jammerst. Du drängst mich in die Rolle. Und du einer kommst, ich stirb gleich. Ich hab ihn nie gesagt. Du hast angerufen, kann ich runterkommen? Mir ist so schlecht. So kann man reden. Also hab ich das mal nicht gesagt. Ja, wisst ihr, was typisch Mike ist? Kannst du mich kurz filmen? Szenario, ihr schlaft da gerade. Und ich bin der Mike. Und es ist 3 Uhr in der Nacht. Können wir reden?
nicht. Doch, und dann sag ich, ja, was ist? Und dann sagst du, irgend sowas in die Richtung, hast du schon mal über das Universum nachgedacht? Es ist alles so groß und wir sind so klein. Und wenn ich alt bin, will ich mein Leben gelebt haben. Dann geht das so ein paar Stunden. Ja, aber ist doch so, willst du dein Leben nicht gelebt haben? Ja, doch schon, aber darüber muss ich nicht jetzt nachdenken, um 3 Uhr in der Früh. Sondern? Du so, jetzt, wo du es sagst. Jetzt, wo du es sagst. Die Tränen kommen. So Angst. Mach es jetzt einfach. So, was soll passieren? So. Nein. Steck sie doch in den Boden rein. Hanna will unbedingt eine Sprühkerze für ihr 20K-Special zünden, aber hat zu viel Angst vor der Sprühkerze. Was ich ironisch finde, wenn man diesen Clip hier anschaut. Danke für 20K auf YouTube. Der Mike und ich spielen jetzt entweder oder. Und übrigens kommt auf dem Kanal jetzt jeden Tag ein neues Video. Oh, Scheiße. Deabonnieren. Also gerne deabonnieren, falls sich das einfach zu viel wird. Wer würde eher wen Fremdes küssen? Was heißt fremd? Fremd, im Club, vor Corona. Ich hab meinen schon. Mike, wie viele fremde Leute hast du im Club schon geküsst? Next. Ich war nur jung, okay, zu dem Zeitpunkt. Jetzt nimmer. Wer würde zuerst Kinder bekommen? Einfach aus Versehen, gell? Ja. Du würdest dir keinen Schwangerschaftstest leisten können. Du würdest das nicht mal wissen. Fun Fact, das ist schon mal passiert. Ja, und sie ist Blutspenden gegangen. Damit ich meinen Schwangerschaftstest leisten kann. Das ist so gestört. Du hättest mich fragen können. Danke. Wer würde eher einen Kaktus heiraten? Hanna heiratet alles. Hey, na, du würdest einen Kaktus heiraten für die Vlogs? Ja, aber ja. Wer würde am ersten in die Wildnis ziehen? Du musst wahrscheinlich auch bald. Oh, okay. Aber du würdest eher überleben. That's true. Ja. Hanna in der Wildnis wird nicht unbedingt. Wenn ihr schon einen Vlog von mir geschaut habt, dann wisst ihr, ihre Schreckreaktion ist einfach hinfallen. True. Ich kann nicht weg, meine Wer würde eher den anderen küssen? Hanna, ich will nichts von dir. Du erhoffst nur, dass ich dich küssen will. Deswegen machst du das. Und was ist bei dir der Grund? Die Wahrheit. Oh. Wer würde eher den anderen anmachen? Anmachen? Ja, so flirten. Und es gibt nur eine Begründung dafür, weil du... Es gibt eine Szene, wo du mit mir flirtest. Shit. Mhm. Shit, wenn du betrunken bist, im Leon sein Zimmer. Was sag ich da? Irgendwie mit dem Welpenschutz und du so, beim Mike doch nicht. Ich wollte gerade sagen, du interpretierst alles als Flirt. Oi, dann schau dir deinen Clip an, schneid ihn jetzt rein. Ich kann auch keinen Clip reinschneiden, weil ich betrunken bin. Ich hab Welpenschutz. Hm. Ja, bei mir nicht, bei mir nicht. Ein bisschen schade. Bei Leon. Sowieso nicht. Du bist doch nicht betrunken, nur verwirrt. Okay. In den Gefühlen verwirrt. Okay, kommentiert mal, ob das Flirten war, weil in meiner Welt ganz sicher nicht. Safe. Wenn ich, was wie flirt? Wie denn? Indem ich nicht flirt. Du bist die Person, die das am wenigsten kann. Du flirtest, indem du Online-Drama startest und dann eine Fake-Hochzeit machst. Oh mein Gott, wer ist da? Leon. Oh mein Gott. Hallo Leon. Warum hast du eine Maske auf? Warum liegt der eigentlich so? Wer würde eher den anderen eine Schelle geben? Nein, ich schlag keine Idioten. Wer würde eher nackt in den See springen? Wir würden es beide machen. Wir haben es beide gemacht. Wer würde eher für den anderen Gefühle entwickeln? Sorry. Never! Say never. Mike, ich kann sowieso keine Gefühle für dich haben. Why? Ich habe eine ganz andere Love Story. Mit dem Polizisten? Auch, aber heute geht's für mich in die Schweiz. Ja. Zum Adi Tutoro. Und ich werde euch alle updaten. Im nächsten Vlog, und der nächste Vlog kommt schon am Mittwoch, am 1. Oh mein Gott, Daily Vlogging. Ja! Subscribe!